Moin Moin und willkommen zu einer weiteren Folge Angezockt. Mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zum neuen Spiel, was heute rausgekommen ist am 30. April 2019, U-Boot. Ja, wie ich jetzt schon gesehen habe, war es wohl mein Kickstarter von 2016 und jetzt ist das Spiel rausgekommen als Early Access von dem Deepwater Studio und ja, nicht wundern, wenn irgendwelche Fehler auftauchen oder Bugs. Es ist ja ein Early Access Spiel und es ist heute erst rausgekommen, also den 30. April, das heißt, oder was ich damit sagen will, ist, welches Spiel kommt denn heutzutage noch fertig raus? Von EA bestimmt gar keins, also davon mal abgesehen. Wir haben nur zwei Modi, den Sandbox-Modus und den Tutorial-Modus und da ich ja U-Boote liebe, warum auch immer, aber keine militärische Grundkenntnis habe von U-Booten, ja, bitte verzeiht mir irgendwelche Fehler, wenn ich was nicht weiß. Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Das Einzige, was ich über U-Boote weiß, besteht nur aus ein paar Dokus und dem Film U-Boot. Nicht der Serie, die fand ich nicht so toll. Die habe ich aufgehört zu gucken. Und einen schlechten Film von John Bon Jovi, wie sie die Enigma gefunden haben, die Amerikaner. Aber das war auch ein Scheißfilm. Fangen wir einfach mal an mit dem Tutorial und mal gucken, wie das Spiel so ist, was ich schon mal cool finde und er hat es auch behalten. Wir haben hier, können wir ja, die Einheiten uns aussuchen. Das metrische System mit km/h und km/h pro Stunde, gemischt km/h mit Knoten oder das nautische. Ich bleibe mal beim gemischten, das gefällt mir doch eher. Und dann starten wir mal das Spiel. Alles andere wird sich, denke ich, mal zeigen. Entschuldigung, das war ja ein bisschen laut. Ich habe es eigentlich vorab schon mal umgestellt, dass es leiser wird, aber da fetzt dir einen gerade die Ohren weg. Gleich eine Information, wenn ein feindliches Schiff nicht sinkt, kannst du mit dem 88mm Deckgeschütz nachhelfen. Haha, das gefällt mir. Ich helfe doch immer gerne nach. Jetzt geht's aber mit der Lautstärke. Ich glaube einfach, das Video war zu laut. Ich beobachte den Pegel. Ich möchte ihn nicht im roten Bereich haben. Das sind auch meine Ohren, die da weggefetzt werden. Aber ich glaube, ich mache die Musik doch noch ein bisschen leiser. Wenn ich gleich ins Spielmenü kann. Ladezeiten sind ein bisschen lang. Oh. Ich dachte, das ist ein Strategiespiel. Warte ganz kurz. Ganz kurz warten. Oh. Ich kann keine Einstellung während des Spiels machen. Das ist schon mal kacke. Dann muss ich mal ganz kurz aus dem Spiel raus. Dann sagen wir einfach minus so. Dann fahren wir mal fort. Vielleicht wird das dann nicht so laut werden. Ja, Animation. Oder sagen wir mal, ja, Textur. Ich habe jetzt auch nicht mit viel gerechnet. Ich dachte eigentlich, es wäre so ein reines Strategiespiel. Du spielst von der Seite. Du hast eine komische Frisur. Darum bin ich jetzt ein bisschen... Ah, man kann hier... Lagermann? Ich hoffe, das kann man später irgendwie alles anders lösen. Wilhelmshaven. Ich war mal dort, aber ich kann mich nicht daran erinnern, das hier so gesehen zu haben.
Ich glaube, wir müssen hin. Oh, wie heißt denn Hilbert Kohler? Köhler? Hm. Klaus Graf. Das ist der Skipper. Offizier Kohler. Herr Kaloy. Geh an Bord und bereite dich auf die Feindfahrt vor. Okay. Auf meinem Schreibtisch liegen die Befehle, mit denen du dich vertraut machen solltest. Warum ist der so geriffelt? Seht ihr das auch? Ich guck mal. Ja, ihr seht das auch. Der ist irgendwie geriffelt. Hm. Wer schweißt denn hier? Die Schweißgeräusche sind unter uns. Hm. Wo ist überhaupt die Flak? Ist die hinten? Ah. Hallo, 88mm Geschütz. Wir werden noch gute Freunde werden. So. Klettern. Deckleiter. Oh, Geschütz. Alvin Peters. Kommando übernehmen. So, ja. Flagge hissen. Auf jeden Fall. Schade, dass es halt nicht die Originalflagge ist. Also nicht, dass ich sie mag, aber man hätte auch eine andere nehmen können, aber die Flagge ist halt nicht historisch korrekt. Sind halt ein deutsches U-Boot, ne? Zieloptik nicht zugewiesen. Scheinwerfer anmachen. Person hat keine Hand frei. Hat beide Hände in der Hose. Captain Dingeldong. Ah ne, er hat einen dreckigen Koffer. Ups. Schließen. Öffnen. Schließen. Öffnen. Das läuft. So, runterklettern. Achso, muss ich auch noch machen. Ich dachte wirklich, hab ich... Ist das jetzt das falsche Spiel? Ich hätte echt schwören können, ich habe eigentlich ein Strategiespiel. Kommando übernehmen. Der ist auch wieder so geriffelt. Warum sind die Figuren geriffelt? Ach so, weil ich mit dem Cursor drauf gehe. Guckt an. Geriffelt, nicht geriffelt. Geriffelt, nicht geriffelt. Das muss man erstmal wissen. Außer Kraft, halbe Kraft. Längs, Langsfahrt, was? Halbe Fahrt. Voraus, zurück. Ah, das ist schön, dass das da richtig auf Deutsch steht. Beim deutschen U-Boot. Ich bin mal gespannt, ob das Spiel... Ich habe ja Kursk vor einem halben Jahr oder so gespielt. Das Spiel war jetzt nicht so der Hammer. Oh, das ist ein bisschen verschwommen, ne? Seht ihr das? Das ist die Textur da. Oder... Nee, ist nicht die Brille. Aber finde ich erstmal nett. So. Wo geht's denn weiter hier? Ah, es geht noch tiefer. Verdammte Axt. Ach, runterklettern. Wir sind schon so lange auf See. Ich halte es nicht mehr aus. Das hast du gerade schon gesagt, mein Freund. Ich hasse Leute, die sich wiederholen. Ah, hier ist ein bisschen Fleisch. Tiefenruderstation. Ich weiß gar nicht, wo wir hinwollen. Aber das Spiel sagt uns ja, wo wir hinwollen sollen. Gott, ey, ich muss doch bitte keine Karten bedienen. Schließen. Ah, er duckt sich automatisch. Ey, wer bist du denn? Bleib doch mal stehen. Naja. Wir sind schon so lange auf See. Ich höre den Satz schon zum dritten Mal. Hör auf. Oh, was war das denn gerade? Dieses. Aber ein Kartentisch ausklappbar. Cool. Mappe ablegen. Ah, unsere Koja mal gefunden. Offizierskoje. What nu? Lies die Information des BDU. Wie mache ich das? Wie lese ich jetzt die Information? Warte mal. Drücke Alt. Tue ich. Um Benutzerinterface anzuzeigen, drücke Tab, um Führungsbildschirm zu öffnen. Ah, Führungsbildschirm. Hilbert sind wir. Hilbert.
Oh. Aha, wir haben Karten. Lies die Befehle. Oh Gott, ich bin jetzt schon verloren. Vor allem, warum use flag? Ich hab doch Deutsch. Ich hab Deutsch. Warum ist das hier Englisch wieder? Schlafen. Seemann hinzufügen. Wo sind meine... Achso, ich kann da draufklicken. September 1939. Befehle. Am Vormittag des 1. September verließ das Transportschiff Falcon den Hafen in Edinburgh. Wir haben Informationen, dass es den Prototypen eines Radargeräts geladen hat und haben Grund zur Annahme, dass das Schiff infolge einer Sabotage auf einem normalen Kurs in der Nordsee gesunken ist. Unser Ziel ist es, das Wrack zu finden und das Gerät zu bergen. Dabei müssen wir den britischen Einheiten aus dem Weg gehen. Wir dürfen nicht mit der Sabotage oder der Übernahme des Radars in Verbindung gebracht werden. Hey. Aktivitäten ausfüllen. Ende. Oh. Nicht hingucken. Ende. In der Hose. Erstellen. Ja, Aktivitäten. Hände in der Hose. Ja, verlassen. Das kam ich jetzt mit der Alt-Taste. Ah, mit der... Oh, 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 oh. Was habe ich da gemacht? Kameraeinstellung. Die gewählte Kameraeinstellung wird als Quartierperspektive bezeichnet. Mit ihr ist es einfacher, Befehle an die Besatzung zu verbergen, zu vergeben und sich mit dem Zustand des Schiffes vertraut zu machen. Das Spiel ist sowohl in der Querschnittsperspektive als auch im FPP-Modus. First Player? Ach Gott, ich weiß es gerade nicht. Spielbar. Ich weiß es gerade wirklich nicht. Peinlich. Wenn du also lieber nur in einem von beiden spielst, wirst du nie dazu gezwungen sein, den anderen zu benutzen. Die erste Mission demonstriert jeweils die Vorteile der Modi, so dass du selbst entscheiden kannst, zu welchen du bevorzugst. Offizier, es ist Zeit, die Karte zu öffnen und den Kurs festzulegen. Drücke M. Taste auf der Tastatur, bla bla bla, um die Karte zu öffnen. Ja, ich trinke nochmal hier einen Kaffee. Jetzt ist das Spiel ein bisschen zu leise, finde ich. So, mal ein bisschen wieder hoch. So, M. Machen wir. Gut. Lege nun den Kurs für das Schiff fest. Klicke hierfür mit der rechten Maustaste auf das Ziel. Das ist Wilhelmshaven. Haben wir denn mal gewohnt? Ich glaube nicht, dass das korrekt ist. Aber mir fällt ja drauf, ich habe da ja nie gewohnt. Ziel, 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 Ziel. Wie muss ich noch weiter... Oh, da muss ich ja lange scrollen. Was steht da? West an Steuerung. Europäisches Nordmeer. Hier sind die Häfen. Landeplätze. Aber wo ist denn unsere Mission? Wo soll ich denn den Kurs hinzielen? Also, hä? Warte mal, ich mach das Spiel mal ein bisschen... Ich finde das gerade wirklich ein bisschen leise, aber... Naja. Mann, oh Mann. U96. Ah. Achso. Das alles?
Aber auf welches Ziel? Kann ich da noch mal? Bin mir gerade nicht sicher. Der ist doch hier bei Schottland irgendwo losgefahren, ne? Und ist dann irgendwo gesunken. Können wir hier noch mal raus? Kann ich noch mal bitte? Ich würde gern noch mal die Mission lesen. Falcon. Ja. Nur, dass wir das da verlassen sollen. Ja, dann mal Energie. Oder wie? Umschalttaste gedrückt und Blick. Klicke mit der rechten Maustaste auf ein weiteres Ziel um deiner Route. Weitere Punkte, okay. Okay, das ist ja schon mal nicht schlecht. Weitere Punkte wissen wir jetzt. Das ist dann die Hochstelltaste, nenne ich sie mal. Ob das jetzt Sinn macht, weiß ich jetzt nicht. Aber wie kriege ich jetzt? Wie komme ich jetzt weiter? Uhu. Wie komme ich jetzt weiter, verdammte Axt? Ah, es gibt hier auch noch andere Ansichten. Schau mal einer an. Das ist jetzt hier Weltkarte. Warte, zeigt ländliche Landflächen, Gewässer und Häfen. Diese Standortkarte vereint die Welt. Sie ist nur verfügbar, wenn die Position des Schiffs in der Welt bekannt ist. Aha. Hm. Na gut. Ja, wie komme ich jetzt weiter? Ich habe doch jetzt schon mehrere Ziele gemacht, mein Freund. Na? Und weiter? Ich komme hier gerade nicht weiter. Hier Umschalttaste gedrückt und klicke mit der rechten Maustaste auf weiteres Ziel. Ja. Um deiner Route weitere Punkte anzufügen. So habe ich gemacht und was nu? Moral 63. Sauerstoff, Sauerstoff kann auch ausgehen. Akkukapazität, ach du Jemine. Du gehst mir sowas gerade auf den Zwirn mit dieser... Mach ich was falsch oder was willst du von mir? Ich habe Koordinaten festgelegt. Jetzt geh doch mal weg mit deiner Meldung, verdammte Axt. Wir wollen da jetzt mal aus dem Hafen raus. Oh, Winkelmesser. Eieieiei.
Radierer. Ah, ich will das alles weghaben. Lass das los. Radierer, radiere. Okay, ich habe da zwei Punkte gelassen. Ja. Ich verstehe bloß nicht, wie wir jetzt hier weiterkommen. Boah. Kann ich... Ja, warte mal. Kann ich die Ansicht wieder wechseln? Ich will die Ansicht wechseln. Ansicht wechseln, wie mache ich das? Einstellungen. Es ist wunderbar bei so einem Spiel, dass man nicht mal wieder in Einstellungen gehen kann. Menü, haben wir hier was? Führung, Hauptquartier, U-Boot-Pedia, Führung. Was ist denn Führung? Ready, okay, okay. U-Boot-Pedia funktioniert nicht, gibt's noch nicht. Kommt irgendwann mal, okay. Speicheranlagen verlassen. Haben wir hier. Tiefenmessgerät, Ruder, Karte. Da sind wir schon und ich krieg gleich wieder ein Raster. Junge. Was mache ich hier falsch? Spiel, sag's mir. Ich will mal wissen, hier weiterkommen beim Spiel, verdammt. Auftrieb, Abtrieb. Können wir fahren. Alle Mann unter Deck. Wie wechsle ich nochmal die Position? Habe ich schon wieder vergessen? Oder will der jetzt wirklich von mir... Da gehen wir M raus. Captain kann ich jetzt nicht übernehmen. Wir müssen die Person weiter... Kapitän? Kann ich ihn manuell Ventile, diese Meldung gibt mir sowas von auf den Zeiger. Funkturm, Kartentisch. Jawohl. Lauf, du Nase. Jetzt läuft er in Zeitlupe. Und ich kann nicht vorspulen. Verdammt. Stefan Meyer. Oh, bis der da ist, ist Weihnachten. Weil wir hier noch nicht weiterkommen mit dieser... Och nee, ne? Ich hasse dich. Ich sehe die Punkte nicht, weil ich hierher gehen muss. Das müsste doch mal einen sagen, wenn du auf der falschen... Nee, ist auch nicht richtig. Hä? Oh, war ich auf der falschen? Warte mal. Upsala, upsala. Geh doch mal komplett nochmal weg. U96, böses U96. Lass das sein. Pfui, pfui. Nein. Nochmal ganz von vorne. Nochmal. Ah, jetzt habe ich hier, warte mal, ganz kurz raus. Wieder rein. U-Boot. Inna. Wo ist das nächste? Der hat sich einen Kurs gemerkt hier. Wie kriege ich die Zeichen wieder weg? Ach, hervorragend! Lehre nun analog den Kurs für einen dritten und vierten Punkt fest. Um alle Punkte zu sehen, musst du
aus der Karte herauszoomen oder sie verschieben. Mit dem Mausrad kannst du heraus- und hereinzoomen. Halleluja! Da gehen wir mal auf die nächste Karte. Und das geht nicht. Das geht, weil wir die Position kennen. Holla die Waldfee. Das war ja mein Akt. Tut mir leid, aber... Ah, die falsche Karte. Es ist höchste Zeit, in See zu stechen. Klicke auf die hervorgehobene Taste. Ja, mache ich doch einfach den Telegrafen. Ich wähle nun die hervorgehobene zweite Stufe. Was heißt das? Das heißt doch nicht vorwärts 2. Diese Routine bringt mich um. Jeden Tag das gleiche. Randsoldat. Halbe Fahrt. Vorwärts 2. Wie komme ich hier? Lass uns das Tempo erhöhen. Schalte den Zeitkompass. Ein Zeitkompass. Achso. Hui! Du 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 du. Mann, ein ICE auf See. Du 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 du. Kann ich das auch irgendwie von weiter weg? Oh. Ah, mit W und S kann ich so hoch. Ein Schnellboot ist das, ich sag's euch. Uiuiui. Wenn du dich in verbindenden oder neutralen Gewässern befindest, kannst du auch die Option Schnellreise nutzen, die neben dem Zeitkompass erscheint. Wähle sie, um das aktuelle Gebiet so schnell wie möglich zu verlassen. Machen wir. Ja. Achso, wir fahren gerade 10 km/h. Auf lange Fahrt sind jetzt in der Nordsee. Nun ist der beste Zeitpunkt, um das U-Boot kennenzulernen und sich für alle möglichen Ereignisse zu wappen. Ich habe eine Liste mit Dingen vorbereitet, die erledigt werden müssen. Markiere Offizier Köhler, ach so, doch Köhler heißt nicht Kohler, und gib ihm eine anfallende Aufgabe. Falls du ihm in First Player Modus, nein, das heißt doch nicht First Player, spielen möchtest, musst du Doppelklick anklicken. Ah, okay. Machen wir. So. Posten verlassen. Posten verlassen. So. Fülle die Lebensmittelvorräte in der Kombüse wieder auf. Wie mache ich das? Wo ist die Kombüse? Was ist die Kombüse? Finde und diszipliniere die Seeleute, die ihren Pflichten nicht nachgehen. Das machen wir doch sehr gerne. Öffnen. Durchgehen automatisch. Schreibtisch. Des Kommandanten. Ey, du! Du bist im Schrank, ich muss dich oh, das ist der Captain. Kaloi, Entschuldigung. Warum heißt das Kaloi und nicht Captain? Schrank. Lager öffnen. Oh, so ein Seesack. Was ist das denn? Atemgerät? Okay. Ich hatte gerade eine Granate. Stiel ist aber ein bisschen krumm. Das ist aber ein Atemgerät. Nicht so lustig. Was ist das? Kann man auch öffnen? Power Control Room. Bitte auf Deutsch. So, schließen. Kommando übernehmen. Nee, ich will dich, Dietrich Meier Kommando übernehmen. Die schlafen ja alle. Okay, hier sind wir komplett, verkehrt. Da sind die Torpedorohre. Geh mal aus dem Weg, Junge. Lebensmittel.
Wo sind unsere Lebensmittel? Wo ist denn die Küche? Verdammte Axt. Ah. Da stehen wir drin in der Küche. Das ist ja der Hammer. Das ist die Küche? Krass. Alter Schwede. So. Lager öffnen. Denk daran, falls du in der Kombüse keine Lebensmittel mehr gibt, wird der Smoothie eigenständig eine was beliebte Ressource nehmen. Ach so. Scheiße. Manchmal müsstest du aber bei der Besatzung mehrere Nahrungsmittel anbieten, dadurch erhöht sich die Disziplin. Aber der Verbrauch schlägt zu, wird dann deutlicher. Okay. Mittels des Rucksacks deiner Spielfigur kannst du Lebensmittel manuell übergeben. Aber es gibt keinen schnelleren Weg. Klicke weiter Kombüse. Wir haben 35 Käse. Ziehe nun die exotischen Früchte aus dem Lager in die Küche und bestätige die Entscheidung. Exotische Früchte. 40. Wir sind... Ah, kriegen wir gar nicht mal 40. Wir sind dann voll. Okay, verlassen. Nu. Lager öffnen. Achso, ich habe die reingetan. Hauptlager. Okay, ich habe es gerade nicht gerafft. Warum, wenn ich die Lebensmittel nehme, sie automatisch dann hier sind. Aber ist egal. So, was soll ich disziplinieren? Weiter so, Männer, weiter so. Du läufst von A nach B, weiter so. Oh, da ist Steuerbord. Das weiß ich aber auch nur, weil es da steht. So. Da muss wohl jemand hier diszipliniert werden. Erik, schwarz, du. So. Schlafender Seemann. Anscheinend hat sich Erik Schwarz während der Wache ein Nickerchen erlaubt. Auf einen derart eklatanten Mangel an Disziplin sollten wir reagieren. Welche Strafe wäre angemessen? Ja, ganz klar, wir erschießen seine Frau. Was haben wir denn hier zu Möglichkeiten? Ermahnung. Toilette putzen. Erik Schwarz wird die Toilette putzen. In dieser Zeit ist er nicht verfügbar. Disziplin sinkt um 5%. Arrest sinkt um 10 und die Disziplin steigt um 5. Oh. Man kann ihn exekutieren. Das machen wir nicht. Wir ermahnen ihn. Ein Matrose der Kriegsmarine ist stets wachsam. Du bringst Schande über unsere Besatzung. Schande! Dieses Mal kommst du noch ungestraft davon. Zurück an die Arbeit. Oh, ich muss mal so eine kleine Glocke nächstes Mal besorgen. Shame. Ding, ding. Shame. Ding, ding. So, was haben wir nun? Gelange zum Ziel. Kann er laufen? Er kann laufen. Ah, der horcht. Ob die auch alle im Takt sind oder was? Nimmt's mir nicht übel, wenn ich ein bisschen mal gucke. Also... Muss ja auch mal sein, wenn wir schon gerade die Möglichkeit haben, das Spiel aus zwei Perspektiven zu spielen, muss man ja auch mal dann ne, gucken. Der hier für die Entwickler, falls sie zusehen, der Topf ist leer. Bananen. Ah, ist jetzt nicht so die hübscheste Frau. Aber für die Männer, wenn sie lange unter See sind, ist sie eine Schönheit. So. Kreiselkompass. Was ist das denn? Wie lange zum Ziel? Also der Kreiselkompass war nicht das Ziel. Hier kommen wir nicht weiter. Weiter. Hopp, 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 hopp. Aber hier sind Torpedos. Oder muss ich, hä? Muss ich hoch? Planlos im U-Boot. Hier geht's vielleicht hoch. Leiter, hochklettern. Na los, Köhler.
Hoch da, hoch da, hoch da. Soldats, hoch da. Ich zweimal klicken. Jawohl, wir müssen nach ganz vorne. Dann, oh. Zu Befehl. Manueller Modus. Es gibt einen manuellen Modus. Die haben aber nicht unendlich Schuss. Wie komme ich da wieder raus? Manuellen Modus bitte deaktivieren. Nicht zugeteilt. Hallo. Ich traue mich jetzt nicht auf linke Maustaste zu klicken. Posten verlassen. Escape ist manchmal die sinnvolle Alternative. So, runterklettern. Und nach vorne laufen. Hä? Achso, scheiße. Ich dachte die ganze Zeit, es ist auf dem U-Boot. Es ist nicht auf dem U-Boot, das Ziel. Scheiße. So, dann gelangen wir mal zum Ziel. Der Köhler wird ja schon wissen, was er macht. Wir spulen aber mal vor. So. Feuer auf Flugzeuge. Feuer auf Schiffe. Die sind kein bekanntes Ziel. Okay. Nicht identifizierte Gruppe Nordsee erlädt. Wir haben das Gebiet in unserer Aufklärung. Entschuldigung, wir haben das Gebiet, in dem unsere Aufklärung das Wrack der Falken vermutet. Halt die Augen offen. Wir müssen es von den Briten finden. Okay. Dann haben wir doch bestimmt eine Möglichkeit. Da es recht dunkel ist, solltest du den Scheinwerfer auf den Turm einschalten. Ansonsten werden wir das Wrack nicht finden. Okay. Danke für deinen Tipp. Dann... Nein, nein, nein! Köhler! Posten verlassen! Hör auf! Ich wollte mit dir nochmal den Scheinwerfer. Köhler. Hochklettern. Gut gemacht, Köhler. So, guter auf... Was ist das denn für ein Balken? ja. Gut, Scheinwerfer anmachen. Da ist aber eigentlich kein Scheinwerfer. Wo ist denn da der Scheinwerfer? Wahrscheinlich hier auf der anderen Seite. Schicke Offizier Köhler an die Zieloptik. Zieloptik. Gehst du mal aus dem Weg. Zieloptik. Jawohl. Zuweisen. Manueller Modus für Zieloptik. WASD funktioniert bei der Zieloptik. Kann ich auch zoomen? Herr Kaloy? Nein! Zoom ist ganz schlecht. WASD ist da... Ja, ich weiß, Kontakt. Ich wollte doch nur gucken, wegen Steuerung. So, da ist was. Und? Kann ich jetzt zoomen? Vergrößern. Ja, natürlich vergrößern. Geht nicht. Oh doch. Oh, ich sehe immer noch nichts. Oh, die haben es gesichtet. Krass. So, das Wrack haben wir gefunden. Das heißt... Unbekanntes Frachtschiff. Ach, es ist unbekannt. Ne, aber hier wird das so angezeigt.
Wie gehen wir jetzt vor? Können wir jetzt da hinfahren? Fahren wir überhaupt? Weil das ist ja unser Sichtkreis wahrscheinlich, ne? Wir müssen näher rankommen. 14 Stunden auf See sind wir bisher. Ist kurz vor 1. Oh, 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 oh. Halt, stopp. Gruppe entdeckt. Es ist uns gelungen, in der Nähe eine Gruppe von Einheiten auszumachen. Verdammt, wie komme ich nochmal zur Ansicht, wo ich gerade war? Die war gut. Achso, kann ich es richtig reinzoomen. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. So. Was ist das? Sichtbarkeit, 41%. Ich kann mir vorstellen, dass die Sichtbarkeit sich auch an die Uhrzeit richtet. Jetzt macht der Akkubetrieb. Treibstoff 42, Akkubetrieb bei 100%, den brauchen wir. Dieselmotoren plus 43 Minuten. Achso, hätte ich gleich machen können. So, warte mal, warte mal, warte mal. Kann ich jetzt seine Position... Kapitän? Warte mal ganz kurz, wir gehen hier nochmal raus. Manueller Modus. Ist aber eine dunkle Suppe. Ich wollte nur mal gucken, ob ich den manuell schon sehe, weil, was ist das? Ist das eine Welle? Die Animation bewegt sich gerade nicht, weil wir die Zeit angehalten haben, ne? Ich bin der Meinung, wir sind rum, kann das sein? Hm? Oh, da sind wir. Wir sind zwar 2 Kilometer noch entfernt, aber... Ein Kilometer? Ey, warte mal, warte mal! Aktiviere den Schnellreisemodus, um das... um schnell an dein Ziel zu gelangen. Ach so. Sind wir da. Sieh mal an. In diesen Kisten könnte das Equipment sein, nach dem wir suchen. Schauen wir uns mal einige Dinge von ihnen an. Aber eins nach dem anderen. Schalte zuerst die Maschine aus, damit wir das Wrack nicht am Wrack vorbeifahren. Okay. Maschine, stopp. Nun können wir die Kisten durchsuchen. Warte mal. Du kannst alle Objekte an der Meeresoberfläche aktivieren. Genau wie die Station auf dem U-Boot. Du kannst... sie sind am leichtesten in der Ego-Perspektive zu erspähen. Herr Kaloy? Wir haben 2 Wracks. Also entweder sehe ich nichts oder ich sehe nichts.
Das ist ja auch un... Wenn ne... ja, wir drehen uns ja echt in... Das ist ja... Mann, oh Mann. Wo kommen denn die Ziele? Wir haben doch was, denke ich mir. Wir sind doch in Reichweite. Hm. Der Diensten der Marine hat Tradition in meiner Familie. Ach, das ist ja irgend so eine... Irgend so ein Mast von uns selber. Natürlich ein toter Winkel. Ja, ich glaube, so dauert mir das noch ein bisschen zu lange. Dass die da vielleicht mal selber gucken müssen, damit hätte ich gerechnet. Oh ja, Knallpuff, Peng. Aber... Er hat ja die Schiffe schon angezeichnet, so grob, ne? Waren es die Kollegen oder waren es die Schiffe? Ich war mir jetzt gerade nicht sicher. Was muss ich machen? Durchsuche Kisten an der Oberfläche. Wie mache ich das? Warte mal. Herr Kaloy? Wir gehen nochmal zum Köhler, sagen Posten verlassen. Manchmal ist die Sichtweite nachts sehr gering. F mit Taschenlampe. Okay, ich glaube die Idee, die ich habe, ist schon richtig. Kisten durchsuchen! So, wie kommen die Kisten jetzt zu mir? Öffnen. In dieser Kiste ist nichts Brauchbares. Überprüfen wir zwei weitere. Da ist doch aber was. Dosenbrot. Ist doch was Brauchbares. Dosenbrot, eine Standard-Lebensmittel-Ration. Lege sie in der Küche, damit der Koch daraus was ein Gericht kochen kann. Ich weiß nicht, was der Koch damit machen kann, aber wenn er was damit kochen will, an Bord lagern. Haben wir jetzt dreimal Küchenbrot gefunden. Ist ja der Hammer. Wir haben den Mast des Kriegsschiffes am Horizont ausgemacht. Es ist definitiv ein Brite. Wir müssen uns beeilen. Mast am Horizont. Ah, er ist jetzt in unser Bereich reingefahren. Okay. Kapitän? Ey, was mache ich denn jetzt? Warte. In dem Spiel wirst du nicht einen, sondern alle Offiziere steuern. Vor dir steht Offizier Sommer. Wenn du ähnlich wie Köhler von nun an als spielbaren Charakter steuern kannst. Da wir das Wrack gefunden haben, kannst du ihn mit einem Taucheranzug ausrüsten und ihm losschicken, um das Wrack zu erkunden. Ja, Mai. Hier. Posten verlassen, Junge. Aufstehen. So, Schrank öffnen. Was ist das denn hier? Taucheranzug. Das sieht aber komisch aus. Dann nehmen wir mal. Bam, 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 bam. So, und dann gehen wir mal raus. Hoch hier. Komm. Weiter. Der Brite nähert sich. Na los. Nein, nicht schließen. Öffnen. Klettern. Hopp. Los, Sommer. Runterklettern. Taschenlampe. Nicht, dass du nur runterfällst. So, weg, Köhler. Mit seinem Dosenbrot. So, Taschenlampe. Komm anlassen. Wrack untersuchen. Ja, so. Ich finde diese Spielelemente hier mit diesen leichten Rollenspiel sehr interessant. Da könnten coole Sachen draus entstehen. Auf dem Meeresgrund liegt das Wrack von Falcon. Herr Kaloy, was sollen wir tun? Ja, nach dem Wrack tauchen, Junge. Mit diesem Taucheranzug würde ich nicht in mein Leben tauchen gehen. Reise zu Falcon, 1%.
Er ist aber immer auf meinem Boot, ne? Ach so. Kann ich das selber steuern? Muss ich zugucken? Reise zu Falcon. Ach so. Oh, jetzt haben wir ein paar Fischis. Auch immer nett. Ein paar Fischis. Könnte man gleich angeln. Taschenlampe, funktioniert die? Irgendwie, ich kann sie an- und ausmachen, aber... Disco-Feeling unter Wasser! Yeah! Tanz in den Mai! Unter Wasser! Na gut, wir reisen noch dorthin. Links, da ist was. So, 100%. Auf dem Meeresgrund liegt das Wrack der Falcon. Herr Kaloy, was sollen wir machen? Ja, große Holzkiste bergen. Herr Kaloy? So, Radar ins Hauptlager. Was? Radar ins Hauptlager bringen? Ach so, wir haben es gefunden. Okay. Das kann ja der Kollege selber machen. Oder wie ist es wir machen? Ist das hier? Köhler. Aber wir haben noch Sommer. Ah, gut, komm. Köhler. Posten verlassen. Ausruhen kannst du später. Rennen wir nochmal hoch. Und Leiter hoch. Ah, dieses Doppelklettern wäre einfach geil. So, und dann trägst du mal gleich diese leichte Kiste. Sah wirklich leicht aus. Die große da. Die trägst du mal alleine bitte hoch. Lager öffnen. Zack. Und wiegt nur ein Kilo. Verlassen. Und ab wieder ins U-Boot. So. Und nein. Runterklettern. Und runterklettern. So, Taschenlampe wieder aus. Orientieren. Und weiter. Und hier bei der Küche ist das Hauptlager. Okay. Was haben wir dann noch? Ja, trifft den Kommandanten. Machen wir gleich. Altmetall, Ersatzteile, Kaliumabsorber. Was ist das denn? Kaliumpermanganz? In den Absorbern reagiert mit Kohlendioxid und entfernt es damit aus der Luft. Ah, damit wir besser atmen können. Sonartäuschkörper. Mann, oh Mann. Ich glaube, ich werde sowas von mit dem Schiff untergehen. Ja. Was haben wir hier noch? Einheiten entdeckt, Gruppe entdeckt. Mast am Horizont. Okay. Jetzt müssen wir mal zum Captain. Kommandanten. Wo ist er? Kommandant. Kommandant. Bin ich schon dran vorbei? Oder war der noch oben? Weil hier ist kein... Jetzt kommen wir doch einfach mal raus. Erik Schwarz ist nicht der Kommandant. Felix Schmidt weiß ich nicht mehr. Wo ist denn der Kommandant? Oder Kaloy? Gibt es hier einen Pott? Wo kann er sich verstecken? Bis hier. Bis hier ist... ist er vom Schiff gegangen? Doch, das könnte sein. Oh. Wir haben ihn. Ich glaube, das ist er. Komm nochmal rein. Nee, komm nochmal raus. Wo geht's denn nochmal? Warte. Umdrehen. So. Und hochklettern.
und hochklettern. So, ich glaube, der war nicht auf dieser Ebene. Das ist genau Erik Schwarz. Ich glaube, der war... Nee, also... Habe ich den jetzt verwechselt? Kommando übernehmen, Kommando übernehmen. Da ist er doch. Doch, doch, doch. Der raucht. So. Herr Offizier? Ja, ich sollte antreten. Kapitän, das müssen Sie sich unbedingt ansehen. Herr Offizier? Kapitän, die Zerstörer nehmen ihre Angriffsposition ein. Verdammt! Sie haben uns den Krieg erklärt! Oh. Cola, schnell! Schneid Sommer los! Sonst haben wir keine Chance! Nein! Sommer! Ich muss dich abschneiden, es tut mir leid. Du wirst verrecken? Warte mal. Die Kiste war oben, aber der Taucher nicht? Na gut, ist er weg. Zu Befehl. Hau rein, Sommer. Seemann gestorben. Flute die Ballasttanks. Tauche ab. Gibt's da schneller, nicht? Schneller! Ja! Bewegung. Ey, die los, schießen auf uns? Die haben ein Schiff kaputt gemacht, die kleinen Schweine. Runterklettern. Runterklettern. Luken schließen. Mach die Luke dazu. Warum macht er die Luke nicht zu? Schließen. So. Ey, was soll ich machen? Ballasttanks fluten. Wo sind die? Wo sind die? Wo sind die? Wo komme ich hier runter? Was ist denn hier los? Stau. Runterklettern. Runterklettern. Ist das doch eigentlich schon Notwässerung, oder nicht? Tiefenruderstation. Ventile. Wo muss ich hin? Oh, da war ich doch richtig. Ventile. Zu Befehl. Los, 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 los. Tanks bewässern, Tanks bewässern. Der Brit ist da. An der Oberfläche werden sie uns abschießen. Wie Tontauben. Klicke auf die hervorgehobene Schaltfläche und stelle Tiefe 50 Meter ein. Tauchen! 50, genau Punkt 50, Bildermeister. Alarm! Alarm tauchen! Genau, Alarm tauchen. Hopp, 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 hopp. Sieht man die Sch... Oh. Wechseln auf E-Motor! Oh, wie ich das gemacht? Schiffsschrauben, direkt über den Senkel. Der Rumpf wurde beschädigt. Schnell, drücke Leertaste. Was? Drücke die Leertaste auf der Tastatur. Okay. In solchen Situationen solltest du das Spiel immer anhalten, um die nächsten Schritte zu planen. Jede Sekunde zählt. Momentan hat das Boot 2 Lecks. Eins ist beträchtlich, aber das andere ist kleiner. Und stellt keine Gefahr dar, solange wir nicht tiefer tauchen. Ich sehe keine Möglichkeit, als es ab Teil 8 dann zu retten. Berge, bewege die Kamera zum hinteren Teil des Bootes und klicke auf die hervorgehobene... Ich sehe gerade natürlich nicht viel, weil es gerade verflucht dunkel ist. Ihr werdet wahrscheinlich noch weniger sehen als ich. Es ist alles ein bisschen blau, weil wir jetzt untergetaucht sind. Da ist das Leck. Was ist da? Da ist ein Torpedo. Ja, wie mache ich das jetzt zu? Also das ist auch gelb, das andere, und das ist jetzt rot. Und ich sehe gerade, scheiße, das Video geht schon viel zu lang für ein Angezockt-Video. Mache ich hier mal einen Break. Ja, schreibt mir doch mal, wie ihr das Spiel so bisher fandet und meine Panik. Ja, es ist noch nicht rund, sage ich mal, das Spiel. Es ist noch nicht ganz rund, finde ich bisher. Und ja, es wird nicht leicht sein. Für mich.
Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen und auch ein bisschen informiert über das Spiel. Wenn ja, wenn es euch gefallen hat, lasst doch mal gerne ein Like da. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.